Hallo Messerfreunde, jetzt gibt es noch ein kleines Review über den Real Steel Griffin, und zwar das große Modell. Vom Real Steel Griffin gibt es zwei Modelle, einmal den großen hier, der ist ein wenig länger, der ist knapp über 200 mm lang. Und dann gibt es noch den kleinen Griffin, den man bei Real Steel bzw. bei www.messer-und-co.de bei dem lieben Dirk Wanger kaufen kann. Das Messer hier ist auch ein kompletter Titan-Frame, der einen Buttonlock hat, kugelgelagert. Und zwar mit einer schönen N77, auch Nitrobestahl genannten Klinge. Die hat einen relativ geringen Kohlenstoffanteil und ist deswegen in einem sehr aufwendigen Verfahren zu härten. Hat hier, wie man sieht, ein schönes Klingenfinish in einem, zum Beispiel normalen grauen Stonewash. Die Schneidphase ist hier auch super aufpoliert, also findet man auch kaum bei Messern. Und vom Design her ist genannt Griffin. Griffin bezieht sich wohl auf die Griffigkeit. Das Messer liegt sehr gut in der Hand hier. Der Buttonlock ist eine andere Verschlussart wie sonst immer die üblichen Frame-Locks oder die Liner-Locks oder die Backlock-Messer. Das Ganze, wie man sieht, läuft wunderbar, ist einhändig zu öffnen, schließt sich selber wieder fast ganz durch die eigentliche Kraft oder Gewichtskraft der Klinge und die Kugellager laufen wirklich super geschmeidig und perfekt. Und das ohne jegliches Klingenspiel. Also hier ist keinerlei Spiel drin. Zum Messer selber, auch hier Stonewash auf dem Griff, auf der Klinge, die Hardware hier dran, die ist schön poliert, der Buttonlock, der ist schön poliert, die Klingenachse ist in so einem kleinen Turbinenmuster gehalten, wo auch wieder hier das zweireihige Kugellager drin läuft. Ein paar Details dazu findet man bei Real Steel auf der Facebook-Seite, ist dort eigentlich relativ gut erklärt mit ein paar Konstruktionszeichnungen. Der Lock selbst hat nochmal eine zusätzliche Schiebesicherung, die man hier reinschieben kann, die dann einfach verhindert, dass das Messer in irgendeiner Art und Weise geschlossen werden kann. Also wenn man es mal richtig rannehmen muss, kann man einfach den Lock hier vorschieben und dann passiert hier rein gar nichts mehr. Der Buttonlock, der ist auch schön ausgeführt, ganz einfach aus dem Grund, wenn man sieht hier die leicht konische Einkerbung, das bedeutet, dass der Button, also der Knopf hier, jedes Mal, wenn er hier in den Verschluss reinfährt, sich bei eventuellem Verschleiß, was hier wohl nicht so schnell passieren würde, da muss man schon eine Million Mal öffnen und schließen, sich praktisch immer wieder nachstellt. Und auch im geschlossenen Zustand gibt es das gleiche in grün. Eine konische Einfräsung in der Klingenwurzel hier drin. Verarbeitet ist auch dieses Messer hier tadellos. Also es gibt hier keinerlei Verarbeitungsmängel oder irgendwelche Fehlstellen an dem Messer, die man jetzt hier zu bemängeln hätte. Von daher Kostenpunkt von dem Messer in Deutschland momentan von dem großen hier um 250 Euro. Das kleine ist ein klein bisschen günstiger, das sind 10 Euro, was Real Steel angibt. Kaufen kann man das Messer bei www.messer-und-co.de, dem lieben Dirk Wanger. Und wem es gefällt, zu den Alternativen, die es momentan in Deutschland gibt, sicher ein super Messer und vor allen Dingen ein sehr interessanter Klingenstahl. An der Stelle vielen Dank fürs Schauen, viel Spaß und immer ein scharfes Messer.